krasse Ankündigung von TBT wieder. Es gibt ein Online-Turnier von uns am 22. Mai. Es gibt geile Preise. Checkt alles ab. Info steht alles unten in der Beschreibung. Hoi, da was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Heute endlich mal wieder ein Video mit Bargisch, GB Kollega. Er bringt sein altes Lieblings-Email von euch zurück. Und zwar GB Kollega sucht ein Deck. Gibt es heute ein kleines Update dazu von ihm? Genau, servus Leute. Nochmal danke für all die Kommentare, die ihr geschrieben hattet. Ich bin alles durchgegangen, alle Videos, jedes Deck. Das hat gerade eine Stunde ungefähr gedauert, alles rauszuschreiben, jedes Kommentar zu lesen. Jetzt mal ganz kurz, ich bin der Regisseur sozusagen und ihr gebt mir vor, wie ich es machen soll, wie es am besten für euch ist, mit was ich anfangen soll. Zum Beispiel Monarchen hat 10 Stimmen gekriegt, knapp dahinter 9 mit BA 9 und Hero hat 8 gekriegt. War also wirklich sehr knapp und dass ihr Monarchen ausgesucht habt, habt ihr wirklich gut predicted, gut vorausgesehen, dass es gut wird. Es war im Meta. Jetzt die Frage, wie wollt ihr es haben? Soll ich mit dem mit den meisten Stimmen anfangen, weil ich habe mir vorgenommen, jedes Deck durchzugehen. Ich werde es testen, so dass der Meta mithalten kann und dann sehe ich, ob meine Punkte steigen oder nicht, wenn ich gegen den Meta-Deck spiele. Und je nachdem verändere ich es, dann präsentiere ich euch das Deck jedes Mal. Die Frage ist, mit welchem fange ich an? Dem mit den meisten Stimmen, dem mit den wenigsten Stimmen, wie ihr es wollt. Nochmal ganz kurz, ich baue das Deck erst standardmäßig, dann spiele ich. Je nachdem, wie das Meta ist, muss ich ja mein Deck ändern, damit es mithalten kann. Ob ich Anti bauen muss. Und wenn es mithalten kann, meine Punkte steigen, werde ich ein Deck-Profile machen. Dann werdet ihr es sehen. Jetzt schreibt runter, wann soll ich damit anfangen? Mit welchem Deck soll ich anfangen? Wie soll ich anfangen? Wie lange soll ich es testen? Schreibt es genau runter. Und wir werden es genau so machen, wie ihr es wollt. Das ist so das Announcement, so ein kurzes. Ich habe noch eine Frage und zwar, das sind ja echt sehr viele Decks. Genau. Hast du vor, mehrere pro Folge drüber zu gehen oder nur eins pro Folge? Wie wird es ablaufen? Erstmal danke für die sehr gute Frage. Und zwar, ich habe vorgenommen, ein Deck zu nehmen und es wirklich gut zu behandeln. Das wird ein längeres Projekt, also nicht auf kurze Dauer schnell, weil ich will mich wirklich darauf anstrengen, weil ihr habt euch ja kommentiert, ihr habt es ja alles ernst gemeint, deswegen... Das wird über vielleicht ein Jahr gehen, das ganze Projekt. Das kann wirklich sein. Ich will pro Woche ungefähr ein Deck rausbringen und wirklich testen. Damit ein Fazit kommt, kann es mithalten, kann es nicht mithalten. Ich werde wirklich alles probieren, weil ich bin ja nicht so der Metaspieler. Ich weiß, was man bei Decks machen kann, um im Meta mitzuhalten. Deswegen werden wir dann schauen. Freut uns zu hören. Bestimmt wird es auch die Fans freuen. Zum Beispiel in deinem Bargisch wird vielleicht gekickt Video. Obwohl das gar nicht zum Thema gehörte, haben viele geschrieben, ja, lass ihn doch spielen, was er will, er soll Anti und so spielen. Obwohl das eigentlich gar nicht das Thema von dem Video war, hast du da viel Support bekommen. Also ich denke mal, das wird die Fans sehr freuen und wir sind auf jeden Fall gespannt auf dein Projekt. Ja, servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren, checken unsere Sponsoren ab und die Links schon alle verteilt. Und checken unsere Facebook-Seite ab. Und... Nein, das ist nicht so.